Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Haunted Part 2. Entschuldigt die Verspätung, denn unsere Reise nach Köln hat ein klein Moment wenig mal. Zeit in Anspruch Moment mal, wir genommen. Sind in Köln? Ich dachte, das wäre Hessen. Hessen ist ein Bundesland, du Troll. Oh, Troll, was ist denn das? Du bist echt? Ein Troll. Ach so. Gut, jedenfalls sitzen wir hier gerade neben dem Kölner Dom. Kölner und Dom? Ich dachte, das wäre das Taj Mahal. Wie kommst du darauf? Einfach nur so, ach ja, stimmt, das steht in China, oder? Genau, das steht in China. Bist du jetzt ruhig? Nein. Gut, okay, ehe du weiter irgendwelchen Schwachsinn erzählst, könntest du doch vielleicht mal erklären, warum unsere Reise so lange gedauert hat? Nun ja, anfangs sind wir noch mit Fahrrädern gefahren, aber leider wurden die uns nach ein, zwei Tagen von ein paar Pennern geklaut. Danach mussten wir ein paar Tage in einem Kloster übernachten, ne? Oh, ich hab mir die Glatze rasiert. Noch, das war grausam. Du hattest wenigstens eine Glatzenmaske auf, ich hab mir die Haare komplett abgeschoren. Ja, die Mönche, ja, die waren echt... Naja, als wir dann aus diesem Kloster rauskommen, wurden wir sofort von ein paar Rindern vergewaltigt. Du bekamst Rinderwahn, oder? Ich Nein, musste jetzt 10-mal die Eier treten, bevor es weg war. Weißt du noch? Ach, du kannst ja alles erzählen, aber bitte nicht irgendwelchen imaginären Schwachsinn, der überhaupt nicht stimmt. Oh halt, imaginär heißt ja, dass es überhaupt nicht stimmt. Ah, das hat doch gestimmt, ich musste 10-mal zutreten. Bang, bang! Okay, das hört sich jetzt echt... Du hast geschrien wie ein kleines Mädchen. Das ist jetzt peinlich. Für dich, nicht für mich. Wieso für mich? Weil sich das gerade echt peinlich angehört hat. Okay, können wir erstmal weitermachen, ne? Ja, von mir aus. Und zwar... setzen wir das Spiel einfach mal fort. Und, na los, komm, mach hin. So. Wie ihr seht, wir befinden uns immer noch an der Tower Bridge. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Ey, scheiße, deshalb wir müssen hier. Mach ich so eine große Scheiß. Na super, da kommen wir nicht lang. Ey, cool. Sag mir, wenn ich aufhören soll. Ich hätte gedacht, du merkst es von allein. Aber was, wenn ich dir sagen muss, halt die Klappe. Halt die Klappe. Und zwar jetzt. Yo, alter Fisch, alter Fall, die fucking yay, Pokémon, mach mal weiter das Spiel und glotz mich nicht so bescheuert an. Pokabay. Ey, was bist du so, Kumpel? Entschuldige Hast die Bemerkung, aber... Hast du den Typ mit dem Letter vom Kölner Dom gesehen? Wichser. Es ist gescheuert. Und es okay. Ist kein Wunder, dass sich die Leute ansehen, wenn du so bescheuerte Geräusche machst. Aha. Aber gut, wir haben jetzt ein was? Keine Ahnung, wir benutzen das jetzt auf jeden Fall mal. Oh nein! Mit dem Stahlseil. Ey, cool. Yay! Oh nein, das ist Horold, der Bruder von Harald. So, jetzt geht's Mann, los. Mann, verzieh dich, ich hab deinen Bruder nicht umgebracht. Was, Horold? Wer ist denn das jetzt schon wieder? Der Bruder von Harald, hab ich doch gerade eben gesagt. Ach so, wieso heißt der Horold? Hättest du nicht ein bisschen kreativer sein können? Aber der Typ steht dort. Irgendwann geht ab, Leute! Was sucht der hier in Köln? Ey, warte mal! Oh, war aus, jetzt halt die Schnauze, das ist jetzt wichtig. Ja, bam, da hast du recht. Bam, bam. Immer müssen wir die Drecksarbeit erledigen. Aber weißt du auch, wie sie darüber gekommen ist, Schlauberger? Hä, ich kann... Nein. Hä, mit wem redet der? Führt der Selbstgespräche oder hat er auch einen Geist? Mit mir! Ich habe keine Ahnung, wie das machen soll. Das machst du selber irgendwie. Ey, kann sein, dass der auch einen Geist hat? So, jetzt kommt erstmal, was hier los ist. Jetzt Ach, kommt komm, dieser Schotter. Wieso geht die dorthin? Da habe ich ihn. Oh, hab ich hingeklickt. Regal. Was ist denn das doch? Diese Tempeltour? Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Du bist der Teufel mit drei goldenen Haaren. Wer ist das? Verdammt, keine Ahnung. Du bist ja noch in einem Stück. Ach nee, die Klinge war auch schon mal schärfer. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich keine bin Ahnung. William Wallace, der gefürchtete schottische Freiheitskämpfer. Wieso, weil Hunderte er so fett von ist? Feinden habe ich erschlagen. Ich erinnere mich ein bisschen an dich. Ich geb dir Kleber, der sieht so aus wie du eher mit der Hose. Die ist ein Rock, oder? Stimmt, ich habe wenigstens eine kurze Hose an. Boah, halt die Fresse, Junge. Ich lasse dich was lieber denn? Mit deiner Wut allein. Tiefster Sommer. Ach was, lass das mal kippen. Oh scheiße, nein, wir haben seit drei Tagen Herbst, aber es könnte trotzdem noch ganz schön warm. Oscar. Naja. Na ich. Herrje, du warst doch schon mal hier, du Knilch. Knilch? Ich bin ein großer Kapitän. So siehst du aus. Nennt man groß. Dich nicht Oscar den Kläglichen?
Oscar den Schrecklichen. Dich allerdings könnte man ganz zu Recht William den Hässlichen nennen. Okay, das stimmt allerdings. Wo ich herkomme, war ich ein Held und beliebt bei den Frauen. Na klar. Wo du herkommst, müssen die Frauen ziemlich verzweifelt sein. Du bist verzweifelt, Oscar. Okay. Du würdest doch selbst den Typen knattern, wenn er deine Was Mutter ist jetzt wäre. Mit dem Orakel? Naja, Orakel. Da hat der Kleine vielleicht etwas übertrieben. Ich habe nur gesagt, so wie immer, dass ich kein Wort von dem verstanden habe, was die Kerle gesagt haben. Stimmt. Verdammt. Er würde ja nicht mal verstehen, wenn sie nur vom Mittagessen reden würden. Die nennen sich den Senat sogar vom Abendessen. Und befinden sich in einem verlassenen Theater. Hm, gut, okay. Verlassenes Theater, wo? Du diesen Theater bringen? Niemanden bringe ich irgendwo hin. Ich habe selbst ernsthafte Probleme. Was denn noch außer der Frage, wie du ohne Gehirn bloß denken kannst? Gehirn? Okay. Na, schon gut. Seht ihr das Kind da oben? Schon gut, der war jetzt geil. Es ist schrecklich. Es ist ein Fan von mir. Ein Fan? Kaum vorstellbar. Willy, Willy, Willy. Ich werde Willy sehen. Wo sind die ausgebrochen? In Schottland bin ich berühmt. Ein Volksheld ohne Gleichen. Ohne Gleichen, dämlich. Ich hätte immer gedacht, das wäre Mohun Indy. Ja, jedenfalls, da oben hat mich verfolgt und mir meinen ja, Schädel genau. Der Volksheld. Hauptsache, du bist ein Volksheld. Bei dir. Stimmt ja, ich heiße ja auch Mohun Indy. Da haben wir das Problem mit dem fehlenden Gehirn. Stimmt, genauso wie der Typ im Spiel. Was weißt du über sie? Sie redet unentwegt von mir. Hat alles über mich gelesen, sagt sie. Heimlich, unter der Bettdecke. Bloß über den Typ gibt's hat Bücher. Hat rausgefunden, wo ich gehängt wurde. Und hat meinen Schädel gefunden. Und jetzt ist sie sicher, dass es mich wirklich gab. Und will mich kennenlernen. Das ist nicht gut. Was sucht die denn hier? Kann sie denn auch Geister sehen? Nein, kann sie nicht. Hä, was sucht die denn dann hier, wenn die keine Geister sehen kann? Mann, dann die was von Selbstmord gehört, das habe ich schon zigmal versucht. Genau. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich noch, wo du dich selbst auf die Schienen gebunden hast. Der Zug hat aber rechtzeitig angehalten. Was passiert denn? Alter, ich hab den Fahrer von dem ICE dafür sowas von in die Fresse geschlagen, dass der Typ jetzt noch keine Zahnprothesen hat. Wenn sie sich da runterstürzt, ja, scheiß Krankenkassen heutzutage. Mit dieser nervenden Göre verbringen müssen. Wenn ich sie aufhalte, führst du mich dann zum Orakel? Ich ahne. Ich kann dich sowieso nur zum Orakel führen, wenn ich den Schädel wieder besitze. Ansonsten muss ich hier bleiben. Keine Sorge, wir klettern darauf und holen den Schädel. Nur, wie sollen wir da bloß raufklettern? Mensch, du bist ein Geist, die Kuchen, schnapp ihr den Schädel aus der Hand, wenn du nicht anfassen kannst, du Idiot. Obwohl, der kann ihn ja anfassen. Nein, kann er nicht. Geister können doch fliegen oder so. Der kann aber nichts anfassen. Was war denn mit der Säge im letzten Part? Haufen aus Gasflaschen. Ich habe eine der Flaschen mitgenommen. Der kann nur Zeugs anfassen, was entweder unter Strom steht, warm oder heiß. Ich meine, heiß oder kalt. Was mit seinen Handschuhen? Was? Was mit seinen Handschuhen? Oh Gott. Trotzdem. Scheiße, Junge. Leitet zum Grund der Themse. Ich muss mal kurz. Solange scheißen. Das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen. Ja, ich hab jemanden Kölner dumm. Hä? Haben die dort Toiletten? Was weiß ich? Ich scheiß einfach ins Taufbecken. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin eh kein Christ, von daher gerne. Ich meine, los. Gut, okay, jetzt ist er endlich weg und wir können einmal ungestört. Hallo, ich bin es wieder, Jack from America. Oh nein. Ich würde gerne wieder hier sein in the Let's Play. Hallo. Was suchst du hier in Köln? Ich hab's verpasst. Ich bin euch gefolgt. Ist das nicht super geil, Gay, Alter? Und warum hast du einfach zugeschaut, als die Rinder uns. Naja, egal. Oh, das war dermaßen geil! Ich hab da gleich auch nochmal einen Rind gefickt, Alter. This was a really good fucking. Bin ich ja eigentlich nur von Perverslingen umgeben. Yes, this you are! Außerdem, why? Der Typ hätte dir Twit in die Eier! Okay, Jack, hör mir zu. Ich mache jetzt gerade ein Let's Play und möchte endlich mal ein klein wenig vorankommen, da der Part sonst ewig lang. Ich bin schon weg, wird. Guten Tag, hier ist die Polizei. Haben Sie irgendwo einen verrückten Amerikaner gesehen? Ja, er war gerade hier. Gut, der Typ ist ein gefährlicher Massenrindermörder. Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Oh, er ist da hinten. Na, dann hau sie endlich ab. Wir haben ihn gleich. Na gut, okay. Tschüss. Also, jetzt. Autsch! Das ist wohl zu heiß für mich. Ey, stimmt, das kann doch Oscar machen. Siehste, lass es jetzt mal. Was soll ich bitte schön sehen? Ich bin ein ganz normaler Passant, der hier einfach so vorbeigelaufen ist. Oh, stimmt ja. Du bist ja im Dom.
Ich meine, der Typ, der vorhin neben mir saß, ist ja gerade im Dom. Nun ja. Mit der Pumpe lässt sich die Schleuse leeren. Mit der Pumpe lässt sich die Schleuse leeren. Okay, jetzt wissen wir zumindest, dass wir mit der Pumpe die Schleuse leeren können. Boah, dieser scheiß Priester. Und? Hat mich da rausgejagt, bevor ich zu Ende geschissen habe. Ah, du bist wieder da. Ach mal, ich hab dem Typen eine kleine Überraschung in seinem Büro hinterlassen. Ach du Scheiße, schon wieder? Ja, aber diesmal mit meiner eigenen Scheiße. Wie geht denn das? Naja. So, jetzt gucken wir mal, Methangas. Was ist das? Gasflasche haben wir ja schon eine. Ich habe Bombenbasteln in der Schule gelernt. Palette mit Briketts. Warte mal. Mit solchen haben wir zu Hause immer geheizt. Oh ja, das erinnert mich ein bisschen an Mohun Adventure 2. Da musst du dir doch auch eine Bombe basteln, weißt du noch? Ich dachte, was hat das jetzt mit Kohle zu... Ja, stimmt. Ich meine, mit dem, was du gerade gesagt hast. Bomben, ja, genau. Ich hatte nur leider keinen Schwefel, musste einen Ersatz finden. Whisky? Was wohl der Trunkenbold dazu sagt? Warte mal, ihr könntet den vielleicht trinken. Oscar, trinkst du eigentlich Whisky? Oh, das ist eigentlich Whisky. Nein, natürlich nicht. Nur, wenn es gerade keinen Rum gibt. Ah. Der Rum und ich, wir haben schon ganz schön was zusammen durchgemacht. Okay. Aber die Zeiten sind vorbei, seit ich ein Geist bin. Du Geister armes. Können nämlich keinen Alkohol trinken. Sie können gar nichts trinken. Ein Geist kann nur den Geist des Alkohols in sich aufnehmen, wenn du verstehst, was ich meine. Den Geist? Wie soll ich den Geist? Wie soll ich? Hä? Soll ich etwa den Alkohol töten oder was? Nimm Messerstich rein! Extrem heiße Lampe. Hier gibt so viel heißes Zeug. Das kannst du alles mit Oscar. Hä? Warum sollte das? Das hört sich an wie eine Aufgabe für mich. Na dann mach den. Super. Jetzt haben wir eine Lampe. Was? Wozu brauchen wir jetzt eine Lampe? Ach, weiß der Geier. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Mal sehen. Was ist das denn hier für Sand? Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Mach ein bisschen Wasser drauf. Ich habe den Schraubenschlüssel genommen. Oh oh. So, und jetzt schieben wir mal die Lore an, was auch immer uns das bringen soll. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Ich habe lediglich auf die Lore geklickt und dann... Ich meine, das war nicht mein Gedanke. Naja, was soll's. Hä, was soll das denn jetzt? Keine Ahnung. Wow. Der Wagen ist gegen den Prellbock geknallt. Und der Inhalt wurde rausgeschleudert. Hm. Wäre der Wagen noch schneller, dann würde seine Ladung bis aufs Gerüst fliegen. Und dann kämen wir hoch. Ja? Ja, warte. Vielleicht müsste sie jetzt irgendeinen Antrieb finden oder sowas. Ich setze mal mein Mikrofon, aber ich habe es satt, das in die Hand da anzuhalten. Ich muss jetzt mal gucken, was hier hinten ist. Vielleicht ist dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Dann mach dich auf. Ey, super, ganz gut. Scheiß Mikro. Hallo, ich bin's wieder. So, nicht Jack aus Amerika, der wurde gerade eben erschossen. Helm eines toten Bauarbeiters. Mhm. Den braucht der Knabe wohl nicht mehr. Alter! Nein, das. Ja, den haben die dort verrotten lassen, ne? Rampe der Zugbrücke. Nee, gut, dann machen wir uns erstmal. Hä, na, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab jetzt. Deinen Helm musst du bestimmt aussetzen, wenn du dann aus dem Ding krachst. Da wäre ich doch bescheuert, wenn ich mich da reinsetzen würde. Hast du nicht gesehen, mit welcher Wucht das Ding da fährt? Ja, aber das würde dann über die Brüstung fliegen. Ja, und dann würde ich direkt mit dem Kopf gegen das Gemäuer fliegen. Und du weißt, was dann passiert. Das hast du ja auch schon mal durch, nicht wahr? Nun ja, ich hätte keinen Helm auf. So, warte mal. Und die Loch, mit der ich gefahren bin, war viel schneller. Wir haben jetzt zumindest mal... Ein Haufen Zement, der... Gut, dass ich einen Afro hatte. Den ich was... Warte mal, was hat... Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Vielleicht können wir den vermischen... Super, rotz mal drauf! Vielleicht können wir den in die Lampe packen oder sowas. In die Lampe eine packen. Viel zu heiße Lampe macht hier keinen Sinn. Boah, Helm. Der ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Ey, genial. Ja, ich glaube, ich habe gerade was verloren. Ich muss mal kurz auf den Boden. Ey, so, warte mal. Jetzt könnte ich bestimmt einen Antrieb bauen. Ey, guck. Das hält tatsächlich. Geht doch, na dann. Los. Was machst du gerade? Ach so. Okay, nicht so wichtig. Wow. Der Wagen ist gegen den Prellbock geknallt. Ja, und das wollen wir. Der Inhalt wurde rausgeschleudert. Nicht. Hm. Wäre der Wagen noch schneller, dann würde seine Ladung bis aufs Gerüst fliegen. Wir haben den doch schon schneller gemacht, oder nicht?
Nee. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Ey, ja, warte mal. Machen wir noch irgendwas. Anzünden können wir es ja nicht. Wir haben ja keine Streichhölzer oder sowas. Da können wir den doch bestimmt abschlagen. Ey, ja, genial. Oh oh. Krass. Jetzt aber. Och. Siehste, wären wir das gewesen, da wäre jetzt unser Schädel zersplittert. Nicht schlecht. Durch den besonderen Antrieb wurde der Inhalt auf das Gerüst geschleudert. Würde jemand in die Lore klettern, könnten wir ihn damit auf das Gerüst schießen. Aber wer wäre denn so lebensmüde und würde da reinklettern? Ich habe mich zwar mal mit einer Kanone vom Schiff schießen lassen, aber dies hier ist ja was völlig anderes. Klar, was ganz anderes. Ich habe so eine Idee. Klar. Du bist ein Geist, du kannst nicht nochmal sterben. Moment mal, wieso stehen wir jetzt hier? Wir standen gerade noch da oben. Ja, wie schön sind die denn, da runterkommen? Und die Gasflasche können wir uns jetzt nochmal nehmen, nicht wahr? Ich habe eine der Flaschen mitgenommen. Ja, das hattest du vorhin auch schon, das Dumme war. Los, kletter in die Leuche rein. Dass sie jetzt wieder abgegangen ist. Naja gut, na los. Mann, jetzt versuchst du einfach mal da reinzuklettern. Ja, wir müssen erstmal wieder... Keine Experimente mit der vollen Gasflasche. Stimmt nun auch wieder. Das hält tatsächlich... Aber wir passen erstmal rein. Na, da wäre ich doch dumm. Das kannst du eh nicht. Ich meine, du kannst sie bloß benutzen. Von daher muss Oscar da rein. Was? Nur Betrunkene oder Kinder würden sich freiwillig in das Ding setzen. Der trinkt doch gern. Vermischte mit dem Whisky. Wo ist denn der jetzt hier? Genau. Ich kann nur den Geist des Alkohols genießen. Oh und ja, dann genieße den Geist. Lebendig. Dann töte ihn. Lebendiger Alkohol, na dann. So. Grillanzünder? Nette Idee. Aber ich will doch gar nichts anzünden. Doch, du willst den Whisky anzünden. Alter! Ey, warte mal. Hä, vielleicht so? Mir ist nicht zum Grillen zumute. Mir aber. Warte mal, vielleicht könnten wir... Also du kannst die Dinger nicht anzünden. Ich meine, mach das Oscar, so. Würdest du mal... Ja? Lass es dir schmecken. Ey, geil, jetzt packt die da den Alkohol rein lecker. Und dann... Alkohol. Ja, genial. Jetzt ist er bestimmt betrunken, oder? Ja, was ich war schon betrunken, ey. Was für ein gar prächtiges Schiff. Ja, ich bin bescheuert. Das ist ja was. Ich bin genial. Ein Idiot. Das Fox-Segel. X. Ich ficke, ein was ich will. Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Und mach die Schotten dicht. Hat er Schotten gesagt? Ein großartiger Tag zum Entern. Na los, jetzt geht's ab. Mach die Schotten dicht. Ach shit, ich muss doch... Nein. Shit. Ah, oh, fuck, Alter. Shit, ich muss doch die... Nicht, dass du die nochmal besoffen machen musst. Na, nee, ich muss ja die Gasflasche... Alter, das wird bestimmt lustig. Ach, Mist. Die ist bestimmt noch dran, guck mal. Wenn er ein wenig schneller wäre, dann würde Oscar auf dem Gerüst landen. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß. Die Mannschaft hat ein wenig zu viel von rum genascht. Hier kann ich ein viel zu großer Schraubenschlüssel wird mir hier nicht helfen. Wo bin ich hier überhaupt? Auf so, dein jetzt. Schiff. Jetzt, ja. Das ist ja mal so genial. Au. Und das wäre dann mit uns passiert. Oh je. Yeah. Bumm. Und? Alles in Ordnung? Ich glaube, ich bin wieder nüchtern. Ich lasse dir mal lieber das Tor runter, damit du nicht auf weitere dumme Gedanken kommst. Okay, ich glaube, der ist gerade ein bisschen lang. Der Kleine kann sogar fliegen. Und was hat uns jetzt gebracht? Na, wir können jetzt hoch. Wir können über das Gittertor hochklettern. Nee, wir müssen mit der Leuche über das Gitter. Glaube ich zumindest. Warte mal. Na siehst du doch, da zeigt es doch sogar das Leitersymbol an. Schade. Obwohl. Naja, egal, mal sehen. Gehen wir es mal hoch. Mit der Leuche wäre es vielleicht cooler. Lorche, das heißt Lore. Lorche. Okay, Lore. So, jetzt. Alter. Auch wenn ich mich frage, wie die da jetzt so schnell hochgekommen ist. Oh nein. Hey du, bleib bloß weg von mir. Nö. Keine Angst. Ich bin Mary. Ich werde dir helfen. Genau. Hier kommst du eh nicht durch. Ich habe nämlich alle Leitern runtergestoßen. Oh.
Na dann. Oh nein. Na, aber das sieht doch schon mal gut aus. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, was wir machen sollen. Du weißt doch noch, was du machen musst, oder? Warte mal. Ich weiß nicht, was. Warte mal kurz. Das ist an einem Kranschiff befestigt. Wie wollen wir jetzt auf das Schiff kommen? Entweder. Ey, wieso? Wir müssen das Fenster ist so eine Art Brücke für uns. Das, ich habe eine Idee, wir könnten das vielleicht versenken. Ey, du musst doch wissen, was du jetzt tun musst, oder? Die Kanone zeigt aber nach oben. Na, warte mal. Vermutlich wurde die Kanone von dem Schiff aus hier hochgezogen. Sie hängt noch genau über dem Schiff. Na dann ist es. Aber zeigt perfekt nach oben, das bringt uns ja auch nichts. Kann man nicht irgendwie abmachen? Hä, kann man die nicht anzünden? Hä? Ey, guck mal, da kommt ein Schiff da hinten. Uhu! Wir sind lebensmüde Vollidioten, die oben rumturnen. Mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Hallo Schiffchen, vermutlich wir sind Vollidioten, die oben rumturnen. Hier hochgezogen. Die dienen eher zum Anzünden als dafür. Ich will die Kanone anzünden, ist die dumm? Oh, scheiß auf die Kanone, das bringt passiert doch eh nichts. Hä, wir brauchen eigentlich erstmal Streichhölzer, oder? Ja, was sind die? Hey, geil, hier ist eine Strickleiter. So, wann ist die Glocken hier bei uns oder in dem Spiel? Warte mal. Oh oh. Ah, hier kann man eh nichts machen. Spring, 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 spring! Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Das hat die vorhin auch schon gesagt, von daher. Spring, 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 spring! Das hättest du gerne, oder? Och komm, Mädel, mach hinne. Geht doch. So. Mach dich runter, so. So, ja. Jetzt piss dich. Geht doch. Wir brauchen irgendwo. Ja, hier riecht es wirklich. Wir brauchen irgendwoher Streichhölzer. Vielleicht in den Fässern. Vielleicht in den Fass dort. Ich guck doch grad mal nach. Bei dem Whisky. Warte mal, hier ist was. Ha! Da ist es doch. Streichhölzer. Tower Bridge Streichhölzer. Hier steht echte Sturmstreichhölzer. Ein tolles Souvenir vom Tower Bridge Richtfest. Na super. Na dann. Hübsch. Da können wir zumindest mal die Kanone anzünden. Wie wollen wir da hochklettern eigentlich an diesem Gitter? Moment mal, warum lässt er eigentlich das Tor runter? Ach so, ja stimmt. Sonst kommen wir ja nicht in das Brett oder was das ist. So, und jetzt? So, jetzt können wir die Kanone anzünden. Jetzt auch komplett wenn ich sinnlos eine Kanone an. Auch wenn ich mich immer noch frage. So, geht doch. Also, bis da passiert nichts. Die Kanone fliegt nur jetzt wieder in die Kugel. Nicht im Ernst. Die Kugel ist wieder genau in die Kanone gefallen. Doch, im Ernst. Hab ich doch gesagt, das ist sinnlos. Warte mal. Vielleicht. Bestimmt keine schlechte Idee, aber so scheint das trotzdem noch nicht ganz zu funktionieren. Och nee. Wir haben kein Messer oder sowas, wenn wir irgendwelche Seile durchtrennen. Nein, können. Ich weiß, was es ist. Wir sind komplett auf uns gestellt. Nee, es ist schon richtig. Es ist schon richtig. Aber es gibt ein ganz kleines Problemchen. Was ne? Welches ich eigentlich hätte vorher bedenken müssen oder können sollen oder irgendwie sowas. Na los, mach dich doch mal runter. Oh, los, renne, Mädel. Weißt du, ich meine, wir müssen irgendwie die Kanone verstopfen und dann fällt die nach unten. Solange das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen. Wir haben es kapiert. Ich habe flüssigen Beton im Helm. Geht doch. Verstehst du das jetzt? Wenn er hart wird, dann fällt die Kanone runter, versenkt das Schiff und dann. Na los, mach dich hoch. Oh, dann, du bist böse. Oh ja, das bin ich. Dann ich hoffe, auf dem Schiff ist niemand drauf. Dann geht das Fenster hoch und dann können wir hochklettern und dieses kleine, dumme Kind dort davon abhalten, dort runter zu springen. Ja, ich bringe dich dann nämlich persönlich mit meinen Händen um. So. Aber woanders, nicht ein Tower Bridge, ich will dem armen Geist nichts antun. Jetzt sind wir schon zum dritten Mal hier oben. Hast du mitgezählt oder was? Ja. Na los. Der Zement muss noch etwas trocknen. So, so.
Das verrückte Gör ist also verknallt in William, kann ihn aber nicht mal sehen. Sie sollte sich freuen. Das heißt vermutlich, dass sie normal ist im Gegensatz zu mir. Warte, das mit dem Normal nehme ich zurück. Das hey, stimmt auch wieder. Über was redest du denn da unten? Ich sehe diese Geister auch erst, seit mir meine tote Schwester im Traum erschienen ist. Wie ist sie denn eigentlich gestorben? Es war ein Unfall. Ich hätte besser auf sie aufpassen müssen. Ich hätte sie da oben hätte jetzt nur bekloppt, oder? In meinem Leben. Tja, Moment. Noch ist dein Leben ja nicht vorbei. Stimmt. Da kannst du vielleicht noch einiges richtig machen. Meinst du? Hallo! Wie lange dauert das denn oh, noch nee, da oben? Jetzt mischt er sich auch noch rein. Vermutlich ist der Zement inzwischen trocken. Na dann. So, dann geht's jetzt los. Ey, das wird jetzt bestimmt interessant. Boom. Alter. Ich hoffe, das kriegt keiner mit. Ey, das nenne ich mal ein geniales Rätsel. Ich habe mich jetzt nicht das ausgedacht hast. Das hat mir den Weg nach oben eröffnet. Die Musik ist Alter, eigentlich die Typen, die sich das ausgedacht haben, sind echt genial. Ich meine, die Musik ist Alter, doch gar wer würde darauf schlecht. Kommen, dass man das... Eigentlich niemand. Naja, vielleicht irgendwelche super intelligenten Schlauberger. Ja, ne? So wie du, ne? Oh nein. Du Scheiße. Es kommt doch ein beknacktes Rätsel. Ich denke auch. Willy, Willy, ich werde Willy sehen. Nein, das wirst du nicht. Na los. Spring nicht. Dieser komische blaue Geist ist es nicht wert. Blauer Geist? William ist ein stolzer schottischer Hühner. Nein, er ist ein Geist. Hm. Ganz langsam und vorsichtig. Ich helfe dir runter. Das Gefühl, das kann jetzt nein, ein bisschen ich dauern. Will nicht darunter. Ich will springen und bei William sein. Na dann mach doch. Der Typ ist so viel zu alt für dich. Mach. Hau uns das Ganze hinter uns. Stimmt, hast recht. Ich meine, die hat den eh noch also nie gesehen. Also springst du jetzt oder nicht? Hey, glaubst du etwa nicht, dass ich das machen würde? Ja. Na dann spring. Ich will's sehen. Spring doch, du traust dich doch eh nicht. Und ob ich mich traue? Du hast ja keine Ahnung. Die ist ja so dumm. Spring! Ich glaube, du bist nur ein feiges Huhn. Gar nicht wahr. Ich springe jetzt. Achtung! Na los! Spring! Bist Boah. Du immer noch nicht gesprungen? Wirst schon sehen. Ist nur ein kleiner Schritt für mich. Die traut Na sich dann. Nicht. Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Reicht's aber, du. Gleich gibt's Ärger. Mach. Ich kenne Hundewelpen, die sind gut, als du. Ich werf dir gleich irgendwas an den Kopf. Werf den Schädel. Spring. Das reicht. Nimm das. Och nee. Oh. Nein. Was habe ich gemacht? Wie soll ich denn ohne Schädel bei William sein? Das hast du ja toll hingekriegt. Wieso? Ist das selbst dran schuld? Ahaha. Oh, ist ein Problem. Bitte stopp. Alle Achtung, du Leichtgewicht. Hast sie tatsächlich vom Springen abgehalten. Nur, mein Schädel ist jetzt da unten in die Schleuse gefallen. Dein Schädel. Hey, wo ist denn die? Steht die jetzt da unten bei dem? Naja, wo gehobelt wird. Was soll das heißen? Du musst unbedingt mein Schädel wieder besorgen, sonst ist nicht alles beisammen. William? Der dämliche Schädel liegt in der Schleuse da unten und ich bin hier oben. Wenn ich also dein albernes Ding wieder beschaffen soll, dann musst du mich schon hier runterholen. Scheiße, wir können gar nicht mehr runter. Gut, ich lasse euch da runter. Und du holst meinen Schädel wieder aus der Schleuse. Wenn ich euch dazu helfen soll, dann müsst ihr an eine Stelle, die ich anfassen kann. Was meinst du damit? Naja, so wie es aussieht, kann ich dummerweise nur Dinge anfassen, an denen der Tod hängt. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Also, meine Hände gehen durch alles einfach so durch, als wäre ich Luft. Aber wenn jemand zum Beispiel von einem Felsbrocken erschlagen wurde, dann kann ich den Brocken bewegen. Hey Mary, hinter dem Turm habe ich einen Trauerkranz für einen Verstorbenen gesehen. Na dann. Vielleicht ist der ja ein Hinweis auf so ein Ereignis. Gute Idee. Ich werde es mal versuchen. Ich begleite euch ab sofort. Denkt daran, mich immer zu fragen, wenn irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Mach das. Ach stimmt, das ist ja hier, wo der... Ja, Mist. Das kann ich bewegen. Wo der Typ gestorben Aber wie soll euch das nur helfen? Tja, ich hab da schon so... Lass die blöde Tüsse da bitte stehen. Die konnte es auch nicht mit uns mit, oder? Ich hab das dumme Gefühl, das doch. Aber gut, wir müssen sie ja eh runterkriegen. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Ey, quatsch die mal an. Wir müssen hier runter, siehst du? Sieh mal, ist hier ist unter... Dein Schädel liegt da unten im Wasser.
Mein armer Schädel. Du hast geht. Doch, wir benutzen den einfach damit. William? Ja, jetzt geht's. Krass. Kannst du die Brücke runterlassen? Dann kommen wir endlich hier runter und können das Kapitel irgendwann mal abschließen. Alter. Cool. Danke, ja. William. Du hast uns gerettet. Was soll's? Ich bin auch immer ziemlich neidisch, dass du den schönen William sehen kannst und ich nicht. Oh, da bin ich nicht neidisch. Ja, ich auch vielleicht nicht. Ist es auch besser, dass du William nicht sehen kannst. Was meinst du denn jetzt damit? Für euch beide, meine ich. Ich werde wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht sehen wir uns ja mal in der Stadt. Bis bald, Mary. Und, William. Hau schon ab. Das ist dick. Das wird mir schwerfallen. Ich mag ihn doch. Kann jemanden mögen? Nein, bitte nicht. Ach du Scheiße. Jetzt gibt es keinen Komm. Feiges Gör, was haut ihr einfach ab? Hä? Bitte, willst du diesen Trottel etwa umbringen? Natürlich. Ich bin ein Schottenkrieger. Na los, bring ihn um. Warum? Shit. Du kannst nicht einfach rumlaufen und irgendwelche Engländer umbringen. Doch. Warum? Töte ihn. Vertrau mir. Wenn's sein muss. Okay. Ah, los. Lass fallen. Auch gut. Danke, William. Ach, das war mir eine Freude. Lass uns noch meinen Schädel holen und dann können wir los. Ey, der hat mit der Axt schon mal in den Dumm gebracht. Die Axt von dem Würstchen kannst du vielleicht noch gebrauchen. Ey, die Axt hat schon mal jemanden umgebracht. Daran hing ja der Tod. Na klar. Ich meine, da ist ja sogar Blut dran, von daher. Hier. Echt? Hab ich gleich gesehen? Oh, jetzt seh ich's. Ethans blutverschmierte Axt. Oh. So, warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier. Ich glaube, wir müssen das Wasser hier abpumpen. Mit der Pumpe lässt sich die Schleuse leeren. Na dann los, dann heizen wir mal richtig an. Ja. Mach. Husch. Mach zu, Oskar. Boah, jetzt geht's los. Rausgepumpt. Ey, cool. Gut. Ich sehe überhaupt nicht so, was da passiert. Ich auch nicht. Da passiert überhaupt nichts. Was ist das für ein Scheiß? Solange das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen. Ich ahne da was. Hier, siehst du? Was denn? Seilwinde der Schleuse. Oh. Ach du Scheiße. Mensch, ist das schwer. Jemand mit viel Kraft müsste das versuchen. Tja, wer wohl? Ich hoffe mal daran. Dann nehmen wir ich hoffe mal, dem Ding hat sich schon mal jemand aufgehangen. Das kann er nicht bewegen, da es nicht mit dem Tod in Verbindung steht. Aber... Was ja prinzipiell eine gute Sache ist. Das Einzige, was wir machen können, ist das. Oh. Das sollte halten. Siehst du? Jetzt ist es mit dem Tod verbunden. Na los. Dem Ding werde ich's zeigen. Genau. Ey, der Typ erinnert mich irgendwie ein bisschen an Obelix. Das ist Obelix. Was in der Art. Oh. Genial. Alter, die lernen die Tänze aus. Na, zumindest mal die Schleuse. So. Die Schleuse ausgeleert. Na klar. Alter, jetzt. Dass das Kinder mitkriegt. Ey, los, komm. Es ist Nacht, von daher kriegt das niemand mit. Ja. Außer ich will jetzt nicht runterklettern, da ist Ethan. Wo ist Ethan? Der ist ja irgendwo in der Tänze. Der ist ja nicht in der Schleuse, der ist irgendwo anders hingefallen. Der ist. So. Leckte Fisch. Fische. Lecker. Ich ruf mal Captain Iglo an. Was du schon wieder denkst. Ah, hier ist er, der Schädel. Das ist also Williams Schädel. Sieht gar nicht so unförmig aus wie William selbst. Die Form von Geistern hat wohl eher etwas mit... So, William, hier hast du deinen Schädel wieder. Ah, danke. Jetzt kann ich endlich wieder von hier weg. Na prima. Wir haben ein wandelndes Ungetüm auf London losgelassen. Oh, nee. Was? Wo sieht der Kleine denn auf einmal Ungetüme? Oh je, mit dem müssen wir jetzt weiterziehen? Der hat ja weniger in der Birne als ein Holzwurm. Noch dazu ist er eine Gefahr für ganz ich England. Ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden verstehen sich nicht richtig. Und was soll daran falsch sein? Aber ich geb's auf.
zeig dich wenigstens erkenntlich und bring uns zum großen Orakel der Geister, von dem du mir das letzte Mal erzählt hast. Genau. So sei es. William Wallace, Mary Dings und Oscar der Klägliche werden zum alten Theater aufbrechen. Es heißt Oscar der Schreckliche. Oh. Wenn ich noch einmal der Klägliche höre, ziehe ich dir deine Geisterohren so lang, dass man daraus einen Erinnerungsknoten binden kann. Oh. Naja, wenn es dem kleinen Wicht so wichtig ist, dann sage ich das eben nicht mehr. Ihr müsst mir das doch wieder rein. Leute. Oh, wir sollten besser gehen. Ja, sollten wir. So. Oh, oh, mein Team, es kommt. Jetzt können wir eigentlich auch schon wieder gleich Schluss machen. Hier lang, Mary, komm. Ey, wo ist der Schotte? Keine Ahnung. Aus dem wollte sich das Schotte. Komm, Mary, da vorne ist das Theater. Na, dann mal sehen, was passiert. Krass, jetzt sind wir im Theater. Das sieht ja aus wie ein Zoo. So, da wären wir. Hier soll sich dieser Senat befinden? Sieht nicht sehr einladend aus. Ach, wir haben es mit Geistern zu tun, schon vergessen? Da ist nicht immer alles taufrisch. Naja, aber aufhören könnten sie trotzdem. Die Kleine will doch jetzt nicht etwa kneifen, oder? Nicht, dass ich den ganzen Weg hierher umsonst gelaufen bin. Oh, du Armer. Naja, das Laufen war sicherlich nicht so schlimm, wie deine ständigen erfolglosen Versuche zu denken. Ich schaffe das schon. Genau. Nanu, ist das da oben ein offenes Fenster? Das sehe ich mir mal näher. Oh, Zufall. Na gut, okay. Oscar? Da kommen wir auf jeden Fall... Wo willst du hin? Rein. Oh, oh. So, was machen die jetzt? Die haben dich im Stich gelassen. Oh, die Erde bebt, wenn der läuft. Obelix und Asterix laufen hoch zum Fenster und wir... Gehen hinterher! Komm schon, den Part kommen ein bisschen länger machen wir. Stehen hier sinnlos rum und ich würde sagen, wollen wir Schluss machen oder wollen wir das noch weitermachen? Klar doch! Das nächste Mal sind wir in Russland! Echt? Wollten wir nicht erst nach China? Wir können Zwischenstopp in Russland machen. Stimmt, wir machen Wir machen das nächste Mal an einem anderen Ort. Was hältst du von Düsseldorf? Düsseldorf, das liegt hier doch ganz in der Nähe. Wer ist oder Ulm? Okay, dann Radefeld? Müssen wir aber noch... nein. Rüdenbrockheim? Nein, wir könnten nach Hans-Peterburg? Nein, nach Ludwigshafen. Rügenshafen, gut. Bremen. Bremerhaven. Hamburg, Berlin. Berlin ist scheiße. Rudi-Wostok. Oh, sorry an alle Berliner, aber ich will da nicht hin. Versteht ihr? Der Weg ist jetzt ein bisschen weit. Von daher, wir gehen nach Rollheim, Brockenheim. Ich habe eine Idee. Nach Bochum. Ey, was hast du gegen Bochum, Junge? Ich habe nichts gegen Bochum. Ey, mach hier nicht Bochum schlecht. Ich habe nie Bochum Ach, Mann. Okay, jetzt wir machen lieber den Schnitt, bevor er noch mehr Schlimmes über Bochum sagt, meine lieben Leute. Ich habe kein bisschen Schlimmes über Bochum gesagt. Aber ich zitiere dein Zitat von vorhin. Du hast gesagt, Bochum ist bescheuert, Judentum ist besser. Das habe ich nie gesagt. Alter, ich habe hier mal eine Grafik erstellt. 71% sagen, ja, du hast es gesagt. Aber nur 31% sagen, du hast nein gesagt. Du hast es nicht gesagt, also. Du weißt schon, dass das 102% ergibt. Ey, wir reden jetzt über Religion, nicht über Mathematik. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh Gott, er wird langsam etwas verwirrt, mein Kumpel hier. Ja, ich werde verwirrt, weil ich es nicht verstehe. Und ja, du bist schon die ganze Zeit verwirrt. Jetzt hör auf, mit deiner Hand auf meinen Kopf zu fassen. Ich fasse dir gerne eine ganz andere Stelle. Wir machen an dieser Stelle einen Schnitt, bevor Mr. So Frage noch auf ganz dumme Gedanken kommt. Und wir sehen uns dann im dritten Part wieder. Von daher, tschüss. Bist du auch so geil wie ich? Speichern. Oh ja, stimmt. Speichern. Jetzt bist du geil? Ha, 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 ha. Lustig. So. Ficken? Alter, den Schlusspart, den nehmen wir raus. Der war so geklopft. Hier können wir schneiden. Das nimmt noch auf. Ist egal. Alter, das war doch mal so ein Schrott. Das war so bescheuert, dass es schon wieder lustig ist.